So, gucken wir mal. Hier sind Bäume mit einem komischen Viereck in der Mitte. Und hier unten sind Stacheln im Weg. Und das hier sieht ja gar nicht verdächtig aus. Räumen wir mal den Schnee weg. Oh, da ist ein X. Das ist die Stelle markiert. Ja, wir müssten hier sein. Also müssen wir zu den drei Bäumen. Zurück, wo das Viereck ist, was auch nicht gerade unauffällig aussieht. Das hat sicherlich Papyrus wieder gemacht. There's a switch hidden in the snow. Klick. So. Das hat sicherlich Papyrus wieder gemacht, deswegen war es so einfach zu lösen. Gut, gehen wir weiter. Oh Gott, die Sensenmänner kommen. What's that smell? Where's that smell? If you are a smell, identify yourself. Also wenn wir ein Geruch sind, sollen wir uns geruchifizieren. Hm, here's that weird smell. It makes me want to eliminate. Eliminate you. Doggy assault you. Okay, zwei Hunde mit Äxten mit Augen drauf, die sich gerade knutschen. Doggami und Dogaressa. Checken wir mal, Doggami. Attack 14, Defense 5. Husband of Dogaressa. Knows only what he smells. Take my wife's fleas. Don't actually. Ja. Wow. Gott sind die unentspannt mit ihren Äxten. The dogs are saying sickly sweet things to each other. Oh ja. Yeah. Check. Dogaressa, attack 40, defense 5. This puppy finds her hubie lovely. Smells only. Number 5, number 2 Nuzzle Champs 98. Oh. Dem kann man ja voll leicht ausweichen. The dogs are re-evaluating your smell. Okay, das letzte Mal hat das Pet, die letzten beiden Mal hat das Petten auch geholfen, also petten wir wieder. The dogs are too suspicious of your smell. Pause of your smell, human. That's not your husband, okay? Oh, jetzt sind sie wieder vollkommen unentspannt. Hilfe. The dogs are practicing for the next couple contest. Okay, wir können Re-Sniff machen oder uns mal herumrollen. Weil wie wir gelernt haben auf dem einen Schild, wenn wir uns herumrollen, riechen wir wie ein Welpe. You roll around in the dirt and snow. You smell like a weird puppy. Let's kick human tail. Do humans have tails? Nein, eigentlich nicht. Au. The dogs may want to smell you. Okay, dann machen wir mal re-sniff. The dogs sniff you again. After walking in the dirt, you smell alright. What smells like a... Are you actually a little puppy? Ja, der Liebe ausweichen. The dog thinks that you may be a lost puppy. Können wir sie jetzt petten? You pet Togami. Well, pet by another dog. Well, another pup. Well, don't leave me out. Dann petten wir mal sie. You pet Dogaressa. What about me? A dog that pets dogs. Amazing. Oh, das war knapp. The dog's minds have been expanded. Ja, werfen wir mal ihm den Stick zu. You threw the sticks and the rocks. Dogs went to get it. You placed fat for a while. Take my wife's please. Don't actually. Oh, sie sind wieder unentspannt. Da müssen wir sie wohl nochmal petten. Every dog loves to play fetch. Pet. You pet dog at me. Wow, pet by another pup. Well, don't leave me out. Good. Good. The dog's minds have been expanded. Und petten wir nochmal Dog Aggressor. What about me? A dog that pets dogs. Amazing. Ouch. Gut, Mercy. You won, you earned 0 XP and 40 gold.
Dogs can pet other dogs? A new world has opened for us. Thanks, weird puppy. Das war creepy, auf eine gewisse eigene Art und Weise. Ja, gut, was steht hier? Turn every X into a O, then press the switch. Hallo Papyrus. What? How did you avoid my trap? And more importantly, is there any left for me? What do you tell Papyrus about his spaghetti? Ja, ich hätte sie gern gegessen. Really? Wowie, no one ever enjoyed my cooking before. Well then, fret not human, I'm Master Chief Papyrus will make you all the pasta you could ever want. Hehehe, nee. Wie will er uns bekochen, wenn er uns einfangen will? So ein komisches Skelett. So, also wir müssen die X'e in O's umswitchen, dass wir hier weiter können. My brother started a sock collection recently. How saddening. Sometimes I wonder what he would do without such a cool guy taking care of him. Yeah. Ja, jetzt redet Papyrus auf einmal ganz normal mit uns. Okay. Human. How do I say this? You were taking a long time to arrive, so I decided to improve this puzzle by arranging the snow to look more like my face. Unfortunately, the snow froze to the ground. Now the solution is different, and as usual, my lazy brother is nowhere around. I suppose what I am saying is, worry not, human. Yeah. I, the great Papyrus, will solve this conundrum. Then we can both proceed. Meanwhile, feel free to try the puzzle yourself. I try not to give away the answer. Ja, wieder dasselbe. Wir sollen die X in O's umswitchen. So, you want a hint? Huh? Well, I've been looking at the puzzle. And I think the solution is to turn all of the X into O's. You should try that. Ask again for more great hints. Ja, das hatten wir ja schon. Maybe solving the last puzzle again will help. Ask again for more great hints. Eureka, I figured out the puzzle. You seem like you're having fun, though. Do you absolutely want the solution? Do you absolutely want the answer? No. Wow, you are truly a puzzle passionate. I'm so enthused by your enthusiasm. You can do it, human. Ja, das war hier so. Nee, das war falsch. Ich hätte jetzt nach links gehen müssen. Ups. Das war nämlich so. So, hier nach links und runter. Jetzt noch das andere X. So. Und wow, you solved it. My advice helped. It really helped you. Incredible, I'm impressed. You must care about puzzles like I do. Well, I'm sure you'll love the next puzzle then. It might be even too easy for you. Jo. Und ja, das sieht jetzt schon ein bisschen aus wie Papyrus mit sehr viel Fantasie. Der Alternativweg, das Puzzle zu lösen, wäre hier den geheimen Switch zu drücken. There's a switch on the trunk of this tree. Press it. Yes, aber das macht jetzt halt nichts mehr. Weil wir das Rätsel gelöst haben. Good job on solving it so quickly. You didn't even need my help. Which is great, cause I love doing absolutely nothing. Ja. Gut, gehen wir weiter. Und zum nächsten Puzzle. Mit Papyrus toller Musik. Hey, it's the human. You're gonna love this puzzle. It was made by the great Dr. Alphys. You see these tiles? Once I throw this switch, they will begin to change color. Each color has a different function. Red tiles are impassable. You cannot walk on them. Yellow tiles are electric. They will electrocute you. Green tiles are alarm tiles. If you step on them, you will have to fight a monster.
orange tiles are orange scented. They will make you smell delicious. Blue tiles are water tiles. Swim through if you like it, but if you smell like oranges, the piranhas will bite you. Also, if a blue tile is next to a yellow tile, the water will also sap you. Purple tiles are slippery. You will slide to the next tile. However, the slippery soap smells like lemons, which piranhas do not like. Purple and blue tile, blue are okay. Finally, pink tiles. They don't do anything. Step on them all you like. How was that? Understand? Understand the explanation? Of course. Great, then there's one last thing. This puzzle is entirely random. When I pull the switch, it will make a puzzle that has never been seen before. Not even I will know the solution. Get ready! Ja, die Epileptiker unter euch sollten jetzt hier ausschalten. Vor allem, weil es jetzt gerade intensifiziert. Und ja. Papyrus kann ich mehr, deswegen dreht er sich weg. Actually, that spaghetti from earlier, it wasn't too bad for my brother. Since he started cooking lessons, he's been improving a lot. I bet if he keeps up next year, he'll even make something eatable. Ja, rote Bereiche sind nicht begehbar und rosa, die machen überhaupt nichts. Und das tolle Rätsel hat sich gerade random so bewegt. The machine isn't working. Ja, merkt euch diese Maschine mal für später. Ich mache euch darauf dann noch mal aufmerksam. So, hier hat sich alles wieder zurückgesetzt. Die Maschine arbeitet wahrscheinlich immer noch nicht. Auch gut. Seems like the base of a snow dog. It's the broken head of a snow dog. Ja. Das passiert, wenn man zu viel streichelt. Die armen Schneehunde. Aware of dog, please pet dog. Wieder auch das E fehlt. On the floor inside of the box is a box of pomo essence. Jo. Hallo du. A dog just rushed in here filled with inspiration. It keep trying to build a snow dog that is pressed its own emotions. But as it built, it keep getting more excited about the sculpture. Its neck got longer and longer and it did more and more snow until it was rather sad to watch, but I couldn't turn away. Was für eine böse Ziege. Der hat sicher gefallen. Knowing that the dog will never give up trying to make the perfect snow dog, it fills you with determination. Ja, zum Glück sind das hier nur Snow Dogs, keine echten Dogs. So, ein neues Rätsel und hups. Jo, wir sind runtergefallen. It's a lump of snow with the word suns written on it. In red marker. It's a snow papyrus. Ja, Papyrus hat eine hübsche Schneeversion aus sich gemacht mit super Muskeln und sogar einem Cape. Und ja, Sans hat nur einen Haufen Schnee hingekriegt. Gut, lösen wir mal dieses Rätsel hier. Dafür müssen wir hier oben anfangen. Das ist verhältnismäßig einfacher als das letzte Rätsel. Also, ich meine nicht jetzt das mit dem Floor-Teil, sondern das letzte X-Rätsel mit Papyrus Kopf. Wir müssen einfach nur das hier betätigen. So, können jetzt hier durchrutschen und kriegen einen Schneehut auf den Kopf. Ja, immer wenn wir hier durchrutschen, kriegen wir was anderes auf den Kopf gesetzt. Ein Schneehut, einen Vogel. Was ist noch alles mit drin? Ja, das ist ein Hut. Komm, gib uns was anderes. Nein, ich immer nur den Hut. Komm, put, put, put. Ja, das Haus auf jeden Fall. Den Hut. Dann waren, glaube ich, noch eine Banane und irgendwas Drittes mit drin. Irgendwas Fünftes mit drin. Ja, da ist die Banane. Gucken wir mal noch, ob wir das letzte triggern können. Da ist das Haus wieder. Der Hut. Und das ist sicherlich der Hund, der da uns ständig Skulpturen auf den Kopf setzt.
Nochmal das Haus. Banane. Noch eine Banane. Genau, der Hund. So, gehen wir mal hier runter. Hallo, Sans. What's up? What's up? Nicht wirklich viel. Are you lost? Are you lost? Nein. Oh, wir werden angegriffen. Griftod confronts you. Oh je. Griftods, check. Griftod attacks 60 defense A. Some teens decorated it as a prank. Ach, das ist aber nicht nett. Leave me alone. Also er ist nicht gerade gut gelaunt. Griftod disputes your youthful demeanor. Distrusts. Gib mir mal ein Geschenk. Griftod refuses your gift. How do I know it's not a trick? Wow. Ah, the scent of fresh pine needles. Okay, ein Geschenk will er nicht. Dann versuchen wir mal die Dekoration wegzunehmen. You remove a small confused dog. That's a little better. Wow, okay. Griftod is slightly less irritated. Griftod, undecorate. You remove the box of non-dog related raisins. That's a little better. Griftod is slightly less irritated. Und nochmal. You remove the barbed wire made of pipe cleaners. Das ist echt grausam, oder? A weight has been lifted. Griftod's problem has been taken away. Komm, geben wir ihm noch ein Geschenk. Your gift 35G because you can't think of an appropriate gift. Oh, you shouldn't have. So, und dann sperren wir ihn und gewinnen 0 Gold. Gut, okay, gehen wir mal hier rein. Hier ist nämlich noch ein Easter Egg, eigentlich. Was ich allerdings nie selber wirklich getriggert habe. It's a door. Also ja, es gibt keine Kombination aus den Pilzen hier, welches die Türe öffnet. Sondern man muss sehr viel später etwas schaffen, was ich bis jetzt selber nie geschafft habe, um diese Tür zu öffnen. Deswegen können wir die Tür einfach mal so lassen, wo sie ist. Say, are you following me? Nein. Wie auch immer von links nach rechts switchen kann. You sure do like exercise? Klar, ich laufe gerne hin und her. Und Griftod greift uns nochmal an. Undecoraten wir ihn mal. That's a little better. Wow. Ja, Griftod hat immer andere Sachen auf sich drauf. That's a little better. Jetzt hat er zum Beispiel einen Stiefel, aber ich hätte eigentlich gerne, dass etwas Bestimmtes auf ihm draufklebt. So grausam, wie es auch klingt. Junge, Stocking fit with Chicken Nuggets. Wer hängt da eine Socke mit Chicken Nuggets an das arme Griftod dran? Können wir noch einmal triggern, bitte? Ich will noch einmal versuchen, ob ich den Gegenstand finde, der später ein bisschen story-relevant ist. Auch wenn er optional ist und wir ihn gar nicht ins Inventar nehmen können. Also er hat schon eine bestimmte Bedeutung. Ja, da ist er ja. Griftod confronts you. Also wie man sehen kann, der Hund klebt wieder in seinen Ästen, aber jetzt hat er auch was auf der Stirn. Undecorate. Remove the small confused puppy. That's a little better. Au. Ich sollte nicht direkt reinfliegen. Undecorate. You remove a childhood photograph of Snowdrake and his parents. Genau das Foto meinte ich. Merkt euch das mal für sehr viel später. Und ja, ich sag das oft, gell? Das hat nämlich was mit dem Let's Story zu tun. That's a little better. Au. So, und nochmal undecorate. You remove the box of non-dog related raisins. A weight has been lifted. Und Mercy. Gut.
Dann können wir ja jetzt wieder hier hochgehen. Und zum Safe Point zurück, weil wir sind jetzt schon wieder über der Zeit. Ich wollte euch aber das mit Griftod unbedingt noch zeigen. So. Speichern. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.